Herzlich willkommen zurück bei Perry Rodan. Der NRW Boy 18 spielt wieder und wir sind ein kleines Stück weiter. Ich habe im letzten Teil überhaupt nicht mehr gewusst, wo vorne, oben, unten, links, rechts und habe mir mal wieder jeden Screen einzeln angeschaut und siehe da, ich habe hier wieder mal etwas übersehen. Wir haben ja festgestellt, dass beide Pumpenhebel nicht funktioniert haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwo muss es irgendwas anderes geben. Und hier in der Mitte, ganz unscheinbar, es ist wirklich unscheinbar. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Stift, kann aber genauso gut ein elektronisches Werkzeug sein. Genau. Länglicher, sechseckiger Gebrauchsgegenstand. Ein Stift oder ein Werkzeug. Mann. Hoffentlich habe ich wenigstens eine gute Figur abgegeben. Ja. Wenn ich schon die ganze Zeit... Und ich hoffe jetzt vielleicht mit diesem Stifthebelzeugs irgendwas, hast du nicht gesehen, da irgendwas mit dem Pumpen anstellen zu können, weil das ist das Einzige, was jetzt hier logisch wäre. Wir haben in allen Räumen nichts mehr zu tun. Nicht wirklich passend. Jetzt lassen sich die Pumpen schon wieder nicht bewegen. Was ist da los? Das war also schon mal ein Satz mit X. Es kann nur noch was mit dem Pumpen zu tun haben. Alles andere haben wir ausgeschlossen. Es gibt ja hier nichts mehr in den Räumen. Und um unten weiterzukommen, um die Tür halt, wie gesagt, auch aufzukriegen, müssen wir ja die Pumpen wieder ans Laufen bringen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich es wirklich wieder nicht. Dann stehe ich wieder auf dem Schlauch. Verdammt, die Tür ist zugefallen. Hä? Hoffentlich nicht wieder eine von Katos Fallen. So langsam geht mir der Typ echt auf die Nerven. Wie, die Tür ist zugefallen? Wie gesagt, zu. Keine Ahnung, warum die plötzlich zugefallen ist. Sieht nicht so aus, als ob ich da nochmal rauskomme. Okay, da muss es ja jetzt funktionieren. Also hat es wieder so dieses... Es funktioniert. Diese geskripteten Ereignisse. Nein, es geht hier erst weiter, wenn ich diesen Gegenstand gefunden habe. Jetzt komme ich hier wieder rein. Jetzt komme ich auch zum... Das Wasser ist rausgepumpt, die Tür geht aber trotzdem nicht auf. Okay, jetzt Werkzeug. Aha. In die Scheibe rein. Okay, der Schlüssel passt. So wie das aussieht, kann man diesen hier aber auch noch für andere Schlösser kodieren. Ah, sehr gut. Was macht Robby? Robby, Tobby und das Flievertü, er liegt immer noch da und zappelt. Meine Güte, hilft ihm doch mal einer. Diese Türen lassen sich öffnen, aber... Leider nicht von Hand. Nein. Sie gehen automatisch auf, mein Lieber. Was muss ich denn jetzt hier bitte machen? Vielleicht die auf Rot stellen? So vielleicht? Ich hab doch keine Ahnung. Ist wieder grün geworden. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Und? Hier scheint es ein weiteres Silo zu geben. Du bist gefüllt. Aber okay, kann ich es so einfach öffnen? Hier scheint es ein weiteres Silo zu geben. Aber das ist... Geht gar nicht. Okay, hallo. Dann war das nicht richtig. Wieso ist die Tür jetzt da gerade erst... Diese Türen lassen sich öffnen, aber... Dieser dämliche Kommentar. Geh doch mal da rein. Muss es vielleicht rot sein? Ich weiß es nicht. Oder alle waagerecht? Probieren wir es mal so, ist auch grün. Hin und her laufen. Und jetzt? Hier scheint es ein weiteres Silo zu geben. Aber das ist zurzeit gefüllt.
dämmen Ding hier. Hier scheint es ein weiteres Silo. Ja. Vielleicht die Pumpen jetzt nochmal benutzen? Na also, klingt hier eine funktionierende Pumpenanlage. Willst du mich verarschen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hier scheint es ein weiteres Silo zu geben. Ja super, klingt wie eine funktionierende Pumpenanlage, aber hallo! Was nützt mir die, wenn ich da die Tür nicht durchkomme? Mal rennt er, mal geht er. So, hier ist immer noch alles leer. Warum muss man hier immer zweimal drücken? Ah, jetzt ist es gelb. Diese Schalter sind blockiert. Da tut sich gar nichts. Ach ja, 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 ja. Natürlich, weil ich die Pumpen eingeschaltet habe. Ich hätte die anders stellen sollen und dann die Pumpen wieder einschalten. Zack, jetzt da rein. So, ich klicke auf die Tür. Diese Türen lassen sich öffnen, aber leider nicht. So. Sieht aus wie eine Pumpenstation. Wozu wird denn diese Brühe hier umgepumpt? Ja. Vielleicht ein Wasserreservoir für die Terraformer. Jetzt hatten wir das so stehen, das war nicht gut. Das ist auch nicht gut. Moment, hatte ich die damals so stehen und da oben oder? Ich meine, so ist jetzt anders. Da oben kann ich nichts machen. Versuchen wir es mal. Und dann da einfach die Pumpe wieder einschalten. Na also, klingt hier eine funktionierende Pumpenanlage. Und jetzt? Ah! Gom-Kaledus, Hoheitsgebiet des Akonidischen Kristallimperiums. Der 13. Mond des Planeten Gom steht seit langem unter Quarantäne. Ach je, wir sind woanders, wir sind aus dem Museum raus. Das ist ja mal cool. Erstmal. Dieser Plasmakonverter ist aus einem der Antriebsaggregate des Gleiters. Er enthält noch eine hohe Restspannung. Scheinbar ist er vom System abgerissen worden, bevor er sich entladen konnte. Aha. Und ich habe alles behalten, was ich habe. Das ist schon mal sehr gut. Was ist das da? Sieht aus wie... Nee. Eine Manschette zur Bündelung von Plasmastrahlen. Die stammt wohl aus dem Fusionsreaktor. Was hier alles rumliegt. Meine Güte, hat er hier eine Bruchlandung gemacht? Der Wasserkanister ist beim Absturz beschädigt worden. Wäre schade, wenn das kostbare Nass einfach so im Boden versickert. Ja, nicht, dass ich verdurste, aber... Die Luft hier ist so trocken. Schluckgeräusche. Oh Gott. Na toll. Das einzige Werkzeug aus dem Inventar des Gleiters, das ich finden kann, ist eine primitive Brechstange. Die hilft aber manchmal am besten. Das Inventar wird immer voller.
So gehört sich das auch in einem Adventure. Einöde, wohin man sieht. Einöde, wohin man sieht. Was für ein trostloser Himmelskörper. Das kann doch nicht funktionieren. Und wo wir gerade beim Ausprobieren sind, warum bohre ich mir kein Loch ins Knie und gieße Milch hinein? Ach, das musste mal wieder erwähnt werden. Oh, sieht nicht so aus, als ob ich mit diesem Shuttle noch weiterkomme. Bleibt zu hoffen, dass das hier auch wirklich Gom Kaledus ist. Nun gut. Ach herrje, ein rosa Stein? Eine schmierige, übel riechende Angelegenheit. Warum sollte ich so etwas mitnehmen? Was ist das überhaupt? Okay, nicht. Eigentlich ist dieser Mond zu unwirtlich, um bewohnbar zu sein. Hier gibt es zwar eine Atmosphäre, aber so gut wie kein Wasser. Ich frag mich, wovon diese absurden Pflanzen hier leben. Hier gibt es weder Wasser noch genügend Licht. Tja. Außerirdische Pflanzen halt. Die brauchen sowas nicht. Eieiei. Hier ist alles nur trocken und dreckig. Ich sollte zusehen, dass ich hier schnell wieder wegkomme. Hier ist alles nur trocken und dreckig. Ist das Tag oder Nacht? So richtig hell wird es hier wohl nie. Aber geile Grafik, das muss man sagen. Also das hier hinten, das sieht schon sehr geil aus. Nicht schlecht. Meine Güte. Komme ich hier auch mal irgendwann zu irgendwas? Wenn das noch lange so weitergeht, bin ich bald so ausgedörrt wie die Gegend hier. Ja. Ach, verdammt. Ich hätte den Gleiter etwas näher am Bergbaugebiet runterbringen sollen. Das wäre sinnvoll. Ich frag mich, wovon diese absurden Pflanzen hier leben. Hier manchmal ist die Sprachausgabe lauter, manchmal Licht. Leiser. Das ist das riesige Bergwerk, wovon in der Ausstellung erzählt wurde. Elmo Data. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das sieht beim besten Willen nicht nach akonidischen Bauwerken aus. Was für eine chaotische Konstruktion. Das ist das riesige Bergwerk, wovon in der Ausstellung erzählt wird. Aha, wo will er hin? Data. Bei diesem Aufzug scheint es sich um eine Art Plasmotron-Evacutainer-System zu handeln. Das hier ist der Plasmagenerator. Hoffentlich ist noch genug schweres Gas darin. Dann kann ich es mit einem gezielten Energieimpuls vielleicht so weit anregen, dass sich der Aufzug zumindest für kurze Zeit bewegen lässt. An diesen riesigen Stahlkolossen hat sich das Bergwerk immer weiter in den Mond hineingefressen. Aber wer hat sich diese monströse Konstruktion nur ausgedacht? Tja, so, was hatte ich jetzt hier eben? Wenn ich das ruhende Gas im Generator reaktivieren will, sollte ich die Reststrahlung aus diesem Konverter möglichst gleichgerichtet bündeln. Sonst strahlt sie in alle Richtungen und das Resultat ist eine unkontrollierbare Plasmafusion. Eieiei, Moment, also... Strahlenkonzentration. Oder, das war wahrscheinlich mit dem hier. Okay, wenn ich diesen Flansch hier umbiege und den unteren Rand der Manschette über die Austrittsöffnung des Konverters schiebe... So, jetzt noch die bipolare Energiezufuhr hier einspeisen und ich bekomme eine Art Plasmastrahler. Ist zwar sehr improvisiert und wird auch nicht lange halten, aber fürs Erste erfüllt er seinen Zweck. Okay, na dann. Das wird jetzt eine haarige Angelegenheit. Erst muss ich das Wartungsschott der Brennkammer öffnen, dann meinen Plasmastrahler in die Öffnung einführen. Das sollte einigermaßen passen. Jetzt den Emitter kurzfristig hochfahren? Na also, mit ein bisschen Fantasie, etwas gutem Willen und viel Glück hat noch jeder einen Plasmagenerator zum Laufen gebracht. Keine Ahnung, wie lange die Energie reicht. Ich sollte zusehen, dass ich nach unten komme. Ja, dann fahr doch endlich. Na also, mit ein bisschen... Wie bringt man das Ding denn jetzt in Bewegung? Na also, das ist sieht so aus, als ob dieses Gefährt die einzige Möglichkeit ist, um auf die Ebene zu kommen, auf der Elmo Data liegt. Da es auf diesem Mond ausreichend Schwerkraft gibt, sollte das runter irgendwie machbar sein, wenn ich dieses Wrack wieder in Betrieb setze. Oh, könnte eine ziemlich halsbrecherische Aktion werden. Ja, aber... muss ich jetzt hier noch irgendwas... dem damit oder... Auch was? Das noch. Die Fernbedienung ist schon wieder... im Eimer. Mit der Brechstange. Wenn ich die Brechstange da reinstecke, habe ich einen Hebel, mit dem ich den Mechanismus bedienen kann.
Also leichtgängig ist anders. Ich bräuchte Fett oder eine Schmiere, damit das etwas leichter läuft. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Was ist denn mit diesem Glasfläschchen? Naja, man kann's ja mal probieren. Nein, oh Gott. Bestätigt da was? Nicht wirklich. Ach, Quatsch. Nee, das wird's. Hä, aber ich habe jetzt sonst keine Flüssigkeiten. Mit dem Stick hier vielleicht. Was nicht passt, passt. Oh nein, habe ich jetzt hier wieder irgendwas übersehen? Was ist da rein? Naja, man. Da irgendwas reinkippen. Keine Ahnung, wie da. Nein, was ist das überhaupt? Enthält eine klare, gelbliche Flüssigkeit, die angenehm süßlich duftet. Wahrscheinlich das Gift, das. Ach so. Hoppla. Das. Keine Ahnung, wie. Das heißt, ich habe hier. Und wo wir also. Und wo sieht so aus, als ob dieses Gefährt die einzige Möglichkeit ist, um auf die Ebene zu kommen, auf der Elmo Dachter. Wenn das noch lange so weitergeht, bin ich bald. Ja, ich brauche irgendwas. Ich frag mich, wovon diese absurden Pflanzen hier leben. Hier gibt es weder Wasser noch genügend Licht. Diese lila Flüssigkeit vielleicht. Oder was auch immer das ist. Flutschi, flutschi. Wer hätte gedacht, dass ich mit dem ollen Kanister was anfangen kann? Aber zum Transport von diesem Zeug ist das genau das Richtige. Mit der Öffnung kann ich eine Menge vom Stein kratzen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und wofür? Mit schmierig-schleimiger Konsistenz und angenehmem Geruch. Na, ist klar. Da war mein Gedanke ja gar nicht mal so verkehrt. So, dann machen wir flutschi-flutschi. Da könnte ich genauso gut eine Kuh zum Fliegen bringen wollen. Willst du mich jetzt verarschen? Und wo wir gerade beim Ausprobieren... Ey, das... Ist der jetzt nicht dein Ernst? Geht nicht. Nee, das also. Mit ein bisschen Fantasie. Wo ist denn jetzt die vermaledeite Brechstange? Also. Habe ich jetzt hier schon wieder einen versteckten Hotspot, den ich nicht finde, oder was? Mit ein bisschen Fantasie, etwas gutem Willen und viel Glück hat noch jeder einen Plasmagenerator zum Laufen gebracht. Also. Mit ein bisschen Fantasie, etwas. Unbekannte Form von Moos oder Flechte. Jetzt kommt Verzweiflungstaktik. Nicht wirklich. Was nicht. Keine Ahnung. Das kann doch nicht. Nicht wirklich. Wie soll das? Keine Ahnung, ob. Ey, das geht nicht. Weißt du, jetzt habe ich das schon hier und jetzt kann ich es immer noch nicht benutzen. Also. Sieht so aus, als ob dieses Gefährt die einzige Möglichkeit ist, um zu kommen. Wie komme ich jetzt hier runter? Das ist das, dass man für so. Weißt du, wenn es ein Rätsel ist oder so, dann und man hängt fest, dann ist das in Ordnung. Aber nicht für so einen Scheiß jetzt hier gerade. Ich habe die Brechstange reingesteckt und die ist jetzt weg. Nicht wirklich. Ja, ich kann die Brechstange weder anfassen, noch kann ich sie anklicken, noch überhaupt nichts, gar nichts. Jetzt habe ich hier flutschi-flutschi, aber... Was, wie hier irgendwo? Hier war doch gerade ein Benutzsymbol, da. Wenn ich dieses Zeug vorsichtig auf diese Achse träufle, sollte das eigentlich so eine Art Schmierung geben, damit sich das Teil besser bewegen lässt. Ist jetzt ein Scherz. Hat er es denn jetzt gemacht? Na also, mit ein bisschen Fantasie... Auch wieder nicht, weißt du? Da mal einen Zentimeter großen Hotspot muss man hier treffen. Nee, das wird so... Sieht so aus, als ob... Das kann doch nicht funktionieren. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Also intelligent. Na. Wo war jetzt die Stelle? Da.
Wenn ich dieses Zeug vorsichtig auf diese Achse träufle, sollte das eigentlich so eine Art Schmierung geben, ja, damit sich das Teil besser bewegen lässt. Ja, aber warum? Die Brechstange ist weg. Na also. Ist da nicht wahr? Da geht mir jetzt gerade der Hut, ey. Wo ist jetzt die vermaledeite Stelle? Sieht so aus, als könnte es klappen. Das ist zwar eine ziemlich halsbrecherische Aktion, aber schlimmer als die Landung vorhin wird es hoffentlich nicht. Na, dann wollen wir mal. Komplizierter konnte man es nicht machen. Was für ein Ritt. Aber ich lebe noch. Wer hätte das gedacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Resident der Liga Freier Terraner hier ein gern gesehener Besuch ist. Kolonial-Terraner sind wahrscheinlich auch nicht sehr beliebt. Aber es erkennt mich wenigstens keiner. okay, er hat sich verwandelt. Wow, was für ein Durchgang. Ach, herrje. Das ist ja eine Riesenstadt. Oh, und ich weiß schon wieder nicht, wohin. Ach, du liebe Zeit. Was? Das Licht kommt von unten. Kann sein, dass sie in den Bergwerksschächten Atomsonnen eingesetzt haben. Atom? Aber was für ein riesiger Aufwand für ein einziges Abbauprodukt. Was sind bitte Atomsonnen? Ach, herrjemini. Schon wieder so ein... Whoops! So ein riesengroßes Areal. Oh, hallo. Wer bist denn du? Ah, ein neues Gesicht. Und noch dazu ein so gesundes. Hui. Mein Name ist Igasha, mein Kleiner. Bei mir bekommst du alles, was du haben willst. Und wer bist du? Ich bin Laszlo Daikono. Ich bin neu hier. Ja, das sehe ich. Bevor wir zum geschäftlichen Teil unseres kleinen Tête-à-Tête übergehen, darf ich fragen, was dich hierher verschlagen hat. So wie du aussiehst, kannst du unmöglich von Gom Kalidus stammen. Terraner sind hier nicht gerade willkommen. Ich bin auf der Suche nach einem Akoniden namens Kato Datumort. Er muss ebenfalls vor kurzem hier angekommen sein. Noch nie gehört. Also, was willst du? Was willst du? Ja, hier, ne? Ich hab dir doch schon mal gesagt, dass ich von einem Kato Datumort noch nie was gehört habe. Also, willst du jetzt was kaufen oder nicht? Sieht mein Laden aus wie ein Flohmarkt? Ich handle nicht, mein Süßer. Ich verkaufe. Ich hab sie angesprochen und sie zickt rum. Aber guck mal da hinter ihr. Da steht ein Robby. Wieso ist er jetzt aus der Nahansicht rausgegangen? Das Spiel ist schon manchmal seltsam. Das ist ein Schmelzofen. Dieser Laden war vielleicht früher eine Schmelze. Verdammt ist das heiß. Dieser Laden ist besser gesichert als die Bank von Terrania. In Elmodata hat man es als Händler offensichtlich nicht einfach. Was ist das? Kannst du mir dazu was sagen? Dieses Zeug ist mehr als ungesund, mein Kleiner. Wenn du es zum Beispiel im Verhältnis 2:1 mit Sheet mischst, erhältst du eine ätzende Säure. Darin zersetzt sich sogar Arachieda. Also sei vorsichtig, was du damit anstellst. Mit Sheet? Was ist Sheet? Das hier ist keine Tauschbörse, mein Kleiner, sondern ein ehrbarer Warenkontor. Okay. Niemand, der auch nur halbwegs bei Verstand ist, wird dir glauben, dass du Mitglied der Turazell bist. Ansonsten ist es hier nicht gerne gesehen, wenn irgendeiner damit rumwedelt. Okay. Igitt, was soll ich denn mit deinen Essensresten? Ich nehme nichts in Zahlung und ich will dir auch nichts abkaufen. Sicher? Oh je, wo hast du denn diesen Schrott her? So eine uralte Grubenlampe habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir da weiterhelfen kann. Mal sehen. Ah ja, guck mal, aber jetzt mir... Ich brauche Batterien, glaube ich. Du bist wohl ein Glückspilz. Ich hatte tatsächlich noch einen der alten Energiepacks hier. Müsste eigentlich noch genügend Saft drauf sein. Moment mal. Sehe ich das richtig, dass du mit Galax bezahlen willst? Ich führe leider keine andere Währung bei mir. Kann ich vielleicht irgendwo wechseln? Wechseln? Die meisten hier wissen nicht einmal, dass es die Liga Freier Terraner überhaupt gibt. Ich kann dir aber einen Eldro-Ram-Kredit einräumen. Das ist hier das gängige Zahlungsmittel.
Dafür müsste ich allerdings so viel wie möglich von dem, was du bei dir hast und einigermaßen von Wert ist, pfänden. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Dann schau mal, womit du was anfangen kannst. Also, was haben wir? Das ist gut. Das auch. Das sieht ja sogar richtig wertvoll aus. Was soll denn das sein? Das ist okay. Das auch. So, den Rest kannst du behalten. Damit hast du einen Eldroram-Kredit für 24 Tontas, mein Süßer. Wenn es Probleme damit geben sollte, wende dich vertrauensvoll an mich. Hier ist dein Energiepack. Vielen Dank. Jetzt hat die mein Inventar hier geplündert. Was hat die denn jetzt hier alles mitgenommen? Eieiei. Grubenlampe. Nein, das... Eine Lampe, die ist mit dem kommenden Kalido alt, aber immer noch brauchbar, mit einem hoffentlich ausreichenden geladenen Energiepack versehen. Oh, toll. Meine Brille! Die hat meine Brille! Naja, okay. Wenigstens etwas. Kannst du damit... Ich nehme nichts in Zahlung. Sieht mein Laden aus wie ein Fluch. Ja, doch. Hör mal zu, mein Kleiner. Steck das mal ganz schnell wieder ein, wenn du keinen Ärger willst. Mit illegalem Kram will ich nichts zu tun haben. Ich bin eine ehrliche Mehandor. Okay. Ist das vielleicht das Gift, wovon... Okay, wie war das? Man muss dieses Zeug im Verhältnis 2:1 mit Flüssigkeit mischen. Buh, das stinkt. Moment, wenn das Zeug wirklich so ätzend ist, warum bleibt dann das Gefäß heile? Mal sehen. Nur ein kleiner Tropfen. Wow. Das Zeug ätzt sich schneller in den Boden, als ich schauen kann. Das nenne ich eine aggressive Säure. Ätzende Säure, aber immer noch Behälter heile. Naja gut. Ich will hier weg. Danke. So, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann erkunden wir die Gegend hier mal genauer. Aufpassen, Flieger. NRW Boy 18, adieu.